Auftakt zum Herrenfinale im Futsal zwischen Großbritannien und Australien. Spielertrainer John Curran wusste um die Stärke des Gegners aus Down Under. So the Australians have two international players. Die Australier haben zwei internationale Seniorspieler und einige U21-Spieler. Es wird darum gehen, ihr Angriffsspiel zu unterbinden. Ihre Schwäche ist die Verteidigung, besonders in der Schlussphase. Aber sie sind sehr stark im Angriff. Da müssen wir gut im Raum verteidigen und nicht nur Mann gegen Mann. Die erste Halbzeit sparen wir uns. Nur so viel. Die Aussies waren in der 11. Minute durch John Bazell in Führung gegangen, ehe ein Eigentor, eben jenes John Bazell, nur 7 Minuten später den englischen Fans Grund zum Jubeln gab. Überhaupt der Fansupport im Horst-Kober-Zentrum, Premier League verdächtig. Das Spiel hart, teilweise grenzwertig, eben britisch. Hier sieht Jordan Mundell rot. In der zweiten Hälfte das immer gleiche Bild, ein Spiel auf ein Tor. Und zwar auf das der Engländer. So kam es, wie es kommen musste. 34. Minute, 2:1 Australien. Und wieder war es John Bazell. Doch der erneute Ausgleich im direkten Gegenzug. Charles Kessler stellt das Spiel wieder auf Anfang. 2:2. Und die jungen Fans aus Great Britain machen jetzt richtig Stimmung in der Halle. Den Spielern hilft die Unterstützung von den Rängen offenbar. 39. Minute, das 2:3 durch Alfie Brooks. Die Aussies nehmen jetzt ihren Torwart aus dem Kasten, doch es soll nicht sein. Statt des Ausgleichs die Entscheidung durch Nicholas Landsberg, der ins leere Tor trifft. Makabisches Gold für Großbritannien. Wir haben nicht locker gelassen, wir kannten unseren Plan und wir haben unsere Chancen genutzt. Besser als all die Tage vorher. Wir hatten wenige Chancen, aber wir haben sie genutzt. Am Ende haben wir gut verteidigt und nochmal getroffen. So gewinnt man Spiele. Ein Gänsehautfinale im Horst-Korber-Zentrum, das Lust macht auf mehr Futsal.